So, und da sind wir wieder mit Let's Play The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Ja, endlich habe ich den Weg gefunden. Der ja auch nicht wirklich schwierig war, aber irgendwas Lustiges kann man hier machen. Ach, komm schon. Och. Euch Viecher hasse ich doch sowieso. Ich will dir deinen Helm klauen. Haha, das ist lustig. Schaut mal, die haben sich nur unter diesen komischen Helm versteckt. Hab dich. So, dann wollen wir mal sehen. Ich schätze mal, hier müssen wir was rausziehen. Ach, okay. Ein bisschen anders hinstellen. Wow. Ich bin gut. Daran konnte ich mich sogar noch erinnern. So, und jetzt. Ah, ich komme nicht dran. Okay, anders hinstellen. So, na geht doch. Das ist jetzt auch lustig. Vor allem, wieso kann Link sowas so gut? Seiltanzen. Yay! Könnte ja schon fast eine Zirkusnummer werden. Ich will dir deinen Helm klauen. Ich will dir deinen Helm klauen. Ach, fick dich doch. Du scheiß Vieh. Ach, komm schon. Ich finde es lustig, ihnen diesen Helm zu klauen. Ha, hab dich. Da guckst du nicht mehr so, ne? Da ist es nicht mehr so lustig. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt? Berechtigte Frage. Und jetzt? Hat das vielleicht was hiermit zu tun? What the hell? What the hell? Wieso kann ich die nicht rausziehen? Ach so. Ich stand falsch. Ich stand falsch. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. So. Na geht doch. Wow, ich bin gerade wirklich zu schlau. Naja, gut, das war jetzt auch nicht wirklich schwierig. Okay. Jemand hat mir gesagt, dass der Boss in diesem Tempel hier auch ganz lustig werden könnte. Bin ja schon mal gespannt. Ich kann mich jetzt erstmal nicht mal mehr an den erinnern, aber ich denke, sobald ich ihn wiedersehen werde, weiß ich wieder, worum es geht. Schatzkiste! Wieso komme ich da nicht durch? Ob ich mir die holen kann? Oh! Das ist praktisch. Du hast einen großen roten Rubin erhalten. Er ist 200 Rubine wert. Und wie komme ich jetzt bitte über dieses Eis da hinweg? Naja, wahrscheinlich erstmal gar nicht. Da kann man auf jeden Fall irgendwas aufsprengen. So. Sonst würden wir auch gar keine Bomben mehr halten. Und Peng. Sag mir irgendwas Nützliches und bitte nichts über Schatztruhen. Operation Drahtseil. Weißt du, was das bedeutet? Hä? Du musst das wackelige Drahtseil überqueren. Wo es ist, fragst du? Alles, was du dafür brauchst, sind ein Seil und zwei Pfosten, oder? Ach so. Operation Drahtseil. Also, ach, falsch, komm. So, den brauche ich. Klingt ja alles ganz logisch, was er so erzählt. Ah, ich erinnere mich. Glaube ich, an diese Stelle. Komm her, du Fledermaus. Ich könnte dich sofort killen mit meinem Feuerschwert. So, jetzt kommen wir gleich dadurch. Okay. Schade, die kann ich nicht angreifen. Ha, aber die kann ich töten. Jetzt ist der Rubin weg. Och, Manu. Gut. Ob die wohl anbleiben? Nein, bleiben sie natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Okay, ich glaube, auf die andere Seite konnte man auch noch. Gucken wir erstmal da, was da so ist. Okay, da sind auch wieder welche von diesen Dingern. Da sind auch wieder diese Eisfledermäuse. Und da ist Feuer und ein Hebel. Warum ist hier Feuer? Was muss ich mit dem Feuer machen? Oh, Schatzkiste. Das hat sich natürlich gelohnt. Ach du. What the hell?
Habe ich das Feuer gerade? Oh, Vorsicht, nicht darunter fallen, nicht darunter fallen. Habe ich das Feuer angegriffen? Ah, okay. Ah, ja. Okay, cool. Nein, 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 nicht runterfallen, nicht runterfallen. So. Seht mal, hier kann ich weiter. Da ist ein Herz. Das brauchen wir zwar nicht, aber egal. Irgendwo war gerade auch noch eine Schatzkiste. What the hell? Wie weit konnte man das denn jetzt bitte herausziehen? Oh, und es geht auf Zeit. Es geht. Deshalb konnte man das so weit herausziehen. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Lauf, Link, lauf. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit lassen sich verschlossene Türen öffnen. Berühre eine Tür, um sie zu öffnen, aber du kannst sie nur einmal benutzen. Okay, das wussten wir schon. Wow. Wenn man da jetzt drauf gestanden hätte, das hätte wehgetan. Die Frage ist jetzt... Achso. Oder? Oder muss ich das Ding da irgendwie reinschieben? Doch nicht. Ich dachte, das wäre ein bisschen schräg geworden. Okay. Was sollten wir jetzt nochmal gleich hier tun? Ich weiß es nicht mehr. Ach so, da ist die Tür. Die Tür müssen wir öffnen, denke ich jetzt mal so. Da wir einen Schlüssel bekommen haben. Vorsicht! Oh, scheiße. Ach, war doch klar, dass mir wieder sowas passiert, dass ich wieder hier abrutsche. Nein, da lang, da lang, da lang, so. Ah, und dann können wir da das rote Ding wegmachen. Ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Du hast einen Weisheitstropfen erhalten. Er strahlt Weisheit aus, aber du kannst ihn nicht benutzen. Versteuern erst beim Sammlungsbildschirm. Apropos, wie viele von diesen Tropfen haben wir jetzt eigentlich? 10! Cool, das heißt, wir können jetzt den nächsten Lichtgeist stärken gehen. Ah, ja, cool. Achso, ah, ich verstehe, ich verstehe. Da brauchen wir dann mal wieder ein kleines Hilfsmittel. Gucken wir mal, ob wir es mit dem Boomerang hinkriegen. Dass wir keine Krabbelminen dafür verschwenden. So. Und ich sehe die Boss-Tür. Ich gucke jetzt gerade wirklich... Ich gucke gerade nicht oft auf die Karte und jetzt habe ich die Boss-Tür gesehen. Da ist sie. Ah, ich freue mich ja schon so wahnsinnig drauf. So. Ich schätze mal, um diesen Schlüssel zu kriegen, müssen wir... Obwohl, nee, ich schätze mal, wir müssen diese ganzen Kugeln anschmeißen. Erstmal, um das Eis da wegzukriegen. Dann müssen wir in das Auge schießen und dann, ja. Zack. Komm her, Fledermaus, komm. So. Dieses Schwert ist wirklich praktisch hier. Das nächste da. Und was sollen wir jetzt hier? Irgendwas sollte hier sein. Ist da vielleicht etwas zwischen diesen zwei geheimnisvoll aussehenden Fackeln? Nein, ist es nicht. Okay, dann müssen wir irgendwas anderes tun. Ach da, da geht's immer noch weiter. Ah, verstehe. Hier kommen wir also zur Boss-Tür. Was hast du zu erzählen? Boing. Es befinden sich keine Schatztruhen mehr auf diesem Stockwerk. Okay, das ist aber schade. Jammer, jammer, schade. Gut, ich denke mal, hier müssen wir jetzt gerade erstmal nichts tun. Ich schätze, wir müssen jetzt erstmal diese ganzen Kugeln zum Laufen bringen. Achso, da kann ich mich festhalten. Hui! Oh, ich find's toll, dass wir endlich den Greifhaken haben. Spannen wir mal ein Seil, dann wird's nicht ganz so langweilig. Dam, da, dam, dam, dam. So. Ups. Nicht runterfallen, Link. Nicht runterfallen, untersteh dich. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vorgehabt, aber egal. Hauptsache, ich bin nicht runtergefallen. So. Da sind die Kugeln, richtig? Ob ich mich daran rüberziehen kann? Nein, kann ich nicht. Okay. So, wie soll ich das denn... Ach, warte mal, ging das nicht auch so? Wenn ich mich jetzt hier in die Mitte stelle... Diese Schnur bleibt doch, oder? Ich will es doch hoffen. Tatsächlich, es geht, es geht, es geht. Sehr gut. Warum habe ich die... Warum habe ich die eine nicht getroffen? Wollt ihr mich jetzt ganz verarschen? Komm. So. Jetzt aber.
Wow, ich hatte sogar recht. Dann holen wir uns jetzt mal die Pfeile. So. Ah, okay, jetzt haben wir das Eis da geschmolzen. Gut, gut. Und was hat uns das jetzt gebracht? Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Eigentlich müsste ich ja den Masterschlüssel finden, oder? Vielleicht kommt er ja, wenn ich das Ding rausziehe. Okay, zumindest haben wir die Tür geöffnet gekriegt, aber wo ist der Masterschlüssel? Och, komm schon! Wie soll man das denn bitte hinschauen? Okay. Ach, ich verstehe, ich kann das Ding länger rausziehen. Aber wie soll man das denn bitte hinkriegen? Wow. Okay. Das sieht so... Ach, ich sag da nichts zu. Ich sag da nichts zu. Denkt euch euren Teil alleine. So, versuchen wir es mal. Weiter kann man das doch nicht herausziehen, oder? Ach, komm schon. Für sowas haben wir jetzt keine Zeit. Ach. Fick dich, ich habe das Bild verstellt. Wartet kurz. Auch sowas noch, okay. Ich habe es schnell wieder richtig gedreht. Oh Gott, komm schon. Nein! Lauf, Link, lauf! Oh Gott, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, aber ich habe den Masterschlüssel nicht. Ach so, da geht's runter. Sehe ich jetzt erst. Oh mein Gott. Trotz, dass mir das Bild mal wieder verrutscht ist und ich glaube, es ist jetzt wieder richtig so einigermaßen. Und ich weiß ehrlich nicht, wie ich das immer hinkriege. Ach. Hab dich. So. Irgendwo müsste doch jetzt hier der Masterschlüssel sein, oder? Oder täuscht mich nun alles? Ich freue mich schon auf den Boss, was auch immer es für einer sein wird. Ja, da kann ich jetzt nicht drauf springen. Das war jetzt echt intelligent von mir. So, was soll ich denn hier? Okay, gegen irgendwas müssen wir kämpfen. Da oben ist ein Rubin. What the hell? Okay, was kommt jetzt? Ach, hi. Wir haben uns ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Und auch noch einer von denen. So. Von wegen, mich einfach hier so anzugreifen. Und das Eis schmilzt. Und wir können durch. Das ist doch gut. Ach komm schon, zerstört ihr jetzt mein Seil? Ich dachte schon. Oh nein! Okay. Dann machen wir das ganz einfach viel schneller. Ach komm schon! Ach so, ich kann da nicht. Okay, das ist mies. Das ist mies. Komm. Na geht. Fledermaus. Kann ich die eigentlich... Ach ja, die kann ich ja auch abgreifen, ne? Gucken wir doch mal. Schade. Ha, erwischt. Du auch. Dich will ich auch haben. Dich will ich haben. Ach, komm, fick dich. Nein, da komm ich... Shit. Ja. Das war der gleiche Fehler wie eben. Ach stimmt, ich kann mich irgendwann damit schleudern, ne? Fällt mir jetzt gerade auch wieder ein. So. Hab dich. Kommt das nicht jetzt sogar? Ja, ich glaube schon. Boing, du kannst jetzt viel weiter springen als früher. Es stimmt, du musst nur das Seil richtig benutzen. Sei kreativ. Ja, ich weiß, was du von mir willst. Ui, so. Geschafft. So, gut, dass ich mein schönes Feuerschwert habe. Herzen sind immer gut. Bomben, okay. Die müssen wir bestimmt alle wieder gleichzeitig ankriegen. Ja, gut. Schatzkiste, und da ist doch bestimmt jetzt der Masterschlüssel drin. Jetzt müssen wir nur noch das Eis da irgendwie wegkriegen. Ha.
Naja, gut, Leute, das machen wir aber auch alles erst im nächsten Part. Ja, bis dahin, Leute, haut rein. Ciao.